Hey Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von der Fischer Academy. Ich bin Julina und ich habe gleich meine allererste Fahrstunde auf der Autobahn. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, aber ich werde das einfach rocken. Rüber. Oh mein Gott. Nicht so hacken. Kurzer Schulterblick, ganz kurz. Willst du einparken oder was? Fahren, nicht unter 80 kommen. Komm, fahren. Gut. Und dritten Gang. Kupplung raus. Langsam, immer so fahren, wie du siehst. Haut einfach, dann werdet ihr sehen, wie es mir dabei geht. Wir wollen denn Richtung Frankfurt am Main auf die Autobahn fahren. Denke mal bitte dran, was blau ausgeschildert ist, ist immer Richtung Autobahn. Und auch der Zubringer, ne, ist dann blau. Je langsamer du wirst, umso tiefer der Gang. Dann mach einen zweiten rein, du hast 30, da ist standardmäßig der zweite. Okay, Richtung Frankfurt am Main. Richtung Frankfurt am Main. Jetzt guck mal, wo geht es nach Frankfurt? Nach rechts. Das ist prinzipiell. Na. Das ist der Vorwegweiser, ne? Über diese Kreuzung fahren wir noch geradeaus drüber. Dann ist die erste Autobahnauffahrt Richtung Dresden. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen die nächste Richtung Frankfurt am Main. So, Gas weg. Die Ampel ist lange grün. Beobachte die Ampel und dann starte wieder durch. Da steht Frankfurt. So. Rechts. Jetzt machst du genau das, was Onkel Udo dir sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Aber bitte nur das machen, was ich dir sage. So, schön rüberwechseln. Abbremsen, runterschalten. Zweiten Gang. Ganz normaler Abbiegevorgang. Kupplung raus, die Ampel ist grün. Du darfst fahren. Mach mal bitte genau das, was ich sage. Jetzt ist wichtig. Ich mach doch das. So, Ortsausgangsschild. Also wenn du hier reinkommst, ist auch ab hier auch wieder 50. Nicht zu früh schalten, ab 40 schalten wir den dritten. Ne? Wir brauchen eine gewisse Grunddrehzahl für den jeweiligen Gang. So, mach langsam. In der Rechtskurve, was ich vorhin schon erwähnt habe, blinken wir links. Blinker links. So, jetzt gib Gas. Über den Innenspiegel und linken Außenspiegel kontrollierst du den nachfolgenden Verkehr. Bleibe schön rechts, bleibe äußerst rechts, bleibe und gib Gas, Vollgas. Latsch voll durch, bleib hier rechts und gib Gas, Power, komm. Gas, Schulterblick rüber. Oh mein Gott. Nicht so hacken. Blinke aus und hochschalten in die 5. Und Gas. Du darfst nicht, wenn du rüberziehst, ne, auf der Autobahn, so. Ganz weich lenken. Ab 100 schalten wir in den sechsten Gang. Boah, ich bin ja schon krass, wie schnell fahre ich da. Und fahren. Wie schnell dürfen wir fahren? Höchstgeschwindigkeit 130 km. Sehr gut. Und dann gib mal Feuer hier. Bleibe schön in deiner Spur, fahr nicht so weit links. Und Gas. Wie lange muss ich in der Prüfung auf der Autobahn fahren? Kommt drauf an, ein oder zwei Abfahrten, meistens eine. Warum fährst du 100? Bleib nicht so schnell fahren. Gib mal Gas. Dafür vor mir, ja, wir haben auch drei Spuren, also wir können auch überholen, ist erlaubt. Ne? Gas, komm, gib Gas. Blinker, kurzer Schulterblick, ganz kurz und ganz. Geh mal weg. Füße weg, Hände weg, alles weg. Blinker aus. So darfst du, das ist nicht abbiegen aus. Also langsam überfahren. Ich zeig's jetzt gleich mal. Wie gesagt, immer frühzeitig. Hallo, du bleibst aber drüben, mein Freund. Ne? So, wenn der zu Überholende hier in dem Rückspiegel auftaucht, dann machen wir wieder rüber. Blink mal bitte rechts schon. Sagen wir, wenn der Rote auftaucht im Rückspiegel. Ist er drin? Ja. Guck mal, und jetzt, ich habe den Finger hier oben drauf. Jetzt mache ich einen Fahrstreifenwechsel. Guck mal, was ich lenke. Fast gar nichts. Kriegst du es mit? Ja. Linke aus, so und fahr.
gleichmäßig ans Lenkrad. Weil wenn du so lenkst, ist nicht zu früh, nicht weicher, weicher lenken. Aber richtig blinken ist es, ja? Nein, jetzt brauchst du auch nicht mehr, bist ja drüben. Mit der Prüfung wäre es nicht schlimm, würde ich aber die rechte Spur die ganze Zeit beibehalten, oder? Weil am Ende ist es ja einfach. Echt? Musst du auch überholen. Ja. Jetzt fahren wir mit 80 oder was? Ist auch nicht gut. Schön vorausschauen, Spiegelarbeit. Nicht langsamer werden. Das ist keine Notwendigkeit da. Umfährst du jetzt 120? Fahr jetzt bitte. 120 ist doch immer noch schnell. Nee, ist total. So, fahr weiter. So ist gut, so ist gut. Nicht mehr. Schön konzentrieren. Versuchen wir so die Geschwindigkeit zu halten. Aber fahren. Nicht zu weit links fahren. Willst du einparken oder was? So ist gut, so ist gut. So, weißt du? Ja, wenn da jetzt gleich ein Stau kommt und ich bin das erste Mal auf der Autobahn, da kriege ich aber einen Anfall. Fahr. Denk von 100 hier, ne? Jetzt sind wir, befinden wir uns auf dem Hermsdorfer Kreuz. Schau mal hier, da geht es auf die A9. Ja. Richtung München. Berlin oder Richtung München. Die teilt sich ja. Und wir bleiben auf der A4 Richtung Frankfurt. Okay? Langsam fahrende Fahrzeuge dürfen wir auch überholen. Ne? Jetzt fährst du gleich eine 80. Das geht gar nicht. Gib mal bitte Gas. Und links blinken. Wäre vom Vorteil her. Und schneller den Schulterblick machen. Nicht so langsam gucken. Ne? Und 100, aber nicht mehr als 100. Ne? Nicht mehr als 100. Hallo. Konzentrieren. Versuch mal 100 zu halten, bitte. Nicht 90. Jetzt fährst du gerade 90. Und dann versuch mal mit den rechten Fahrstreifen zu machen. Blinker. Kurzer Schulterblick und dann gehst du ganz weich rüber. Prima. 100 halten. Kannst auch wieder rüber gehen mal. Komm, Fahrstreifenwechsel üben, komm. Nach rechts, nach links brauchst du nicht. Nach links macht ja nun gar keinen Sinn, ne? Zumindest jetzt nicht. Jetzt darfst du, ne? Aufhebung, hast du gesehen? Ja. Ah, ne? Feuer. Okay. Ja, echt? Ich muss da gerade dran. Echt? Gott! Oh mein Gott! Das ist krass. Ruhig. So frühzeitig auf langsam fahrende Fahrzeuge reagieren, dass man die Hände am Lenkrad. Das hat gejuckt. Ist egal, Blinker links rüber. Komm. Und bleib am Gang. Nicht so lenken. Und Gas geben. Komm. Nicht schneller, hallo, konzentrier dich mal bitte. Vorausschauende Fahrweise. Versuch mal die 130 zu halten, versuch's mal. Jetzt bist du bei 120 schon wieder. Rückspiegel gucken, nicht so hart. Fahren, nicht unter 80 kommen.
fünften Gang schalten und mach dich mal rechts rüber. Blinker rechts rüber. Komm, fahren. Los, gut. Abstand zum Vordermann. Immer halber Tacho, ne? Außerhalb geschlossener Ortschaften. Sowas musst du sehen. Geschwindigkeitsbeschränkung, immer am Schild die Geschwindigkeit haben, okay? Das wäre sehr wichtig. Nicht wundern, dass jetzt alle überholen. Die fahren alle so 86, 89, je nachdem, manche 84. Deswegen überholen wir uns. Aufhebungszeichen und jetzt wieder Feuer. Gib Gas! Der Prüfer will auch sehen, dass du das Verkehrszeichen erkannt hast. Das heißt, Schmacke Bombette. Und wenn der Überholende in den Rückspiegel auftaucht, gehst du wieder rechts rüber. Du hörst mich? Wenn der Überholende in den Rückspiegel auftaucht, der schon längst in deinem Rückspiegel war, du sollst richtig blinken. Und nicht langsamer werden. Und weit, weit vorausschauen fahren. Wenn du die Scheibe reinigen willst, ziehst du mal den Scheibenwaschhebel zu dir ran. Zu dir ranziehen. Ein bisschen länger kurz. Zieh mal ein bisschen länger ran. Oh gut, dann ist wieder los. Dass du deine Scheibe reinigen kannst, ja? Schön. Ja, sehen ist schon wichtig. Du. Weit voraus schon fahren. Ich sag gleich warum, du siehst es gleich selber warum. Das kannst du nicht wissen. Muss man aber schätze ich mal wieder rüber, oder? Wir müssen nachher rüber wieder, ja, aber die Geschwindigkeiten runtergehen. Kannst du jetzt mal eben jetzt schon rüber gehen. Weil da vorne kommt 80, ja, ja. Rechts rüber, ja klar. Richtig blinken, nicht antippen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Blinke aus. 80 ist erst da vorne und hier ist keine 70, ne? Und fünften Gang bitte. Fünften Gang bitte. Nicht mehr und nicht weniger als 80. Hat, aber das ganze Licht, das schalten wir alles am Montag noch mal genau durch, ne? Okay. Aber es heißt ja immer sehen und gesehen werden, verstehst du? Ja. Und jetzt, Schack. Mosi, das ist falsch. Warum gibst du kein Gas? Warum gibst du kein Gas? Sag's mir. Linker links. Mach mal hier Schmack ans Fahrrad. Aus. Der Prüfer will. Bleib mal hier schön in der Spur, das wäre total nett. Der kriegt keine Panik und schalten wir hoch in den sechsten Gang. Gas weg beim Hochschalten und Gas geben. Du musst den Unterschied dem Prüfer zeigen, okay? Fahren. Du wirst immer wieder langsam, das ist nicht gut. Fahr mal, gib mal Gas. Aber da ist da vorne. Ja, dann blinke links und raus, komm, Feuer. Wir müssen da bald
Warum ist er bald raus? Weil mit der Abfahrt angekündigt. Laut Theorie. Hast du schon gelernt? Wann wird deine Abfahrt angekündigt? 1000 Meter vorher. Das ist nicht viel. Nee, aber es muss ja erstmal angezeigt werden. Du fahr mal, komm, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Also wird alles rechtzeitig angekündigt. Du brauchst keine Angst zu haben. Und? Was musst du machen? Hallo? Ja, rechts. Ja, warum machst du es nicht? Weil da ist ein Auto, aber das stimmt nicht. Ja, aber Lücken muss man nutzen, Mausi, ne? Wenn er da zu langsam fährt, okay, dann machst du wieder rüber nach links, ist ja kein Problem. Aber du musst diese Fahrstreifenwechsel auch vollziehen, ja? So, 1000 Meter, Abholder. Ab diesen 1000 Meter bleibst du rechts, überholst nicht mehr. Hältst einen Sicherheitsabstand zum Vordermann? Also ab 1000 Meter rechts bleiben, ne? Rechts bleiben. Was macht das? Mein Auge juckt. Du kannst gleich kratzen. So, dann kommt das 500er-Schild. Uninteressant, das zeigt zu den nebenliegenden Orten. Immer fahr, nicht gammeln. Hör auf zu bremsen auf der Autobahn. Dann kommt die 300er Barke. Dort blinken wir bitte rechts. Machst du es mal bitte? Dankeschön. Dann kommt die 200er Barke. Dann kommt die 100er Barke. Nimmst du das Gas raus? Komplett raus. Kupplung durchtreten. Fährst spitz rein in den Verzögerungsstreifen und jetzt brems auf ca. 50 runter. Brems und guck dabei in den Rückspiegel. Bleib rechts, bleib rechts. Gut. Und dritten Gang. Nicht nach unten gucken. Kupplung raus. Und kein Gas geben. Hallo. Kannst vielleicht eventuell noch sogar ein bisschen bremsen. Langsam. Immer so fahren, wie du siehst. Immer schön fahren. Am Ende dieser Straße biegen wir bitte links ab. Spiegel nehmen, bevor du blinkst. In Außenspiegel, ne? Rückspiegel gucken beim Bremsen. Der hier. Nicht nach unten gucken. Dann fahren wir mit Richtung Dresden auf die Autobahn. Jamila, ich dachte, ich hab's hinter mir. Ruhig, jetzt denk mal ein bisschen mit. Komm, mach schön ruhig. Na, wozu denn das? Du willst abbiegen. Welchen Gang nehmen wir denn da? Zweiten. Ja, warum hast du einen dritten? Was sollst du machen, bevor du runterschaltest? Denk mal kurz nach. Was musst du machen, bevor du runterschaltest? Kupplung. Erst bremsen. Was ich vorhin sagte, ne? So, jetzt wieder Gas geben, hochschalten, dritten Gang. Und mitdenken. So, jetzt versuchen wir alles herbeizurufen, was du alles machen musst. Genau, das ist das Erste. Immer fahr. Nur du musst jetzt äußerst rechts bleiben, wie beim Abfahren. Jetzt gib Gas. Nutze den Beschleunigungsstreifen. So, Schulterblick und ganz weich rauslenken. Ganz weich. Und entscheiden, komm. Sorry. Wo willst du? Ja? Wo willst du? Willst du nach da links in den Wald fahren? Und Gas, komm, du bist viel zu langsam. Frühzeitig auf langsam fahrende Fahrzeuge reagieren. Also, das ist nicht gut, sagen wir es mal so. Ich drücke mich ein bisschen nett aus. Ja? So schlimm. Ja. Wie gesagt, willst du einparken? Danke.
Jetzt versuch das mal auch selbstständig zu machen. Hast du langsam fahrende Fahrzeuge, frühzeitig reagieren. Ist eine Lücke da, gehst du wieder rechts rüber. Und so weiter und so weiter. Ne? Nicht blind fahren, sonst bist du ratzfatz, genau deswegen. Du fährst zu weit links. Reicht uns vollkommen aus, dann müssen wir nicht fliegen oder so. Also lass dich nicht leiten. Schulterblick machen wir nächstes Jahr oder was? Bitte? Den Schulterblick, den ordentlich machen wir dann nächstes Jahr. Okay. Und rüber wieder. Rechts. Macht Sinn, ne? Du musst immer rechts fahren, gewohnt. Trotz alledem halten wir aus und wenn eine große Lücke ist, müssen wir auch rüber. Okay? Wir sollten eigentlich immer ganz rechts von außen irgendwie ja. Fahrzeug. Ja, ja, genau. Okay. Schneller den Schulterblick machen, nicht so langsam dafür. Weil du fährst in dem Sinne einen Blindflug, weißt du? Aber nicht über die erlaubte Geschwindigkeit kommen, bitte. Und die Spur halten. Nicht so weit nach links gehen, der beißt nicht. Aber fahr nicht am Limit. So ist gut, so ist gut, so reicht das, voll und ganz. Wann tauchen wir ein? Du lenkst schon wieder, du guckst schon wieder zu langsam. Nur zack, Kopf bewegen, okay? Was brauchen wir noch? Genau, wunderbar. Und Abstand, ne? Denk dran. Abstand.
fährst du noch weiter links. Also wenn du nicht ganz weit links fahren sollst, Umkehrschluss, also muss ich weiter rechts fahren, ja? Konzentrieren, wer ist das nicht groß? Okay? Ich konzentriere mich schon vor. Ich bin einfach zu unfähig. Bitte was? Ich konzentriere mich schon vor. Du bist einfach zu? Unfähig. Ja, genau, das wird sein. Genau. Demzufolge könnte ich aber jetzt gleich wieder gegenschießen. Ich versuche dir gleich einen Arsch, wenn man so blöd denkt, okay? Darf ich nicht, weil dann bin ich arbeitslos. Eben. Bitte? Eben. Deswegen. Aber ich kann dich schubsen. Was darfst du? Unauffällig, dich schubsen. Ja, so. Das darf ich machen. Mann, diese Tunnel nerven mich. Geh mal bitte hier rechts rüber, mein Schatz. Blinker rechts in die Spur. Wir fahren hier mal ab. Blinker aus. Das ist ein ganz langer Verzögerungsstreifen hier, ne? Jetzt siehst du, jetzt kommt die 400er Barke, nicht vor Ankündigungsschild. Jetzt komm rechts und dann siehst du jetzt gleich die 300er Barke ab. Da blinkst du rechts. Blink mal. Siehst du das? So, mach langsam schon ein bisschen. Weil wir befinden uns schon im Versögerungsstreifen. Aber hier zum Beispiel musst du nicht so krass runterbremsen, weil das ist weitläufig, verstehst du? Und jetzt guck mal nach vorne, Aufgabenstellung für dich. Wir möchten weiter Richtung Stadtroda fahren. Schau mal, weiter Richtung Stadtroda, wo das ist eventuell. Und das ist dann wieder ein normaler Abbiegevorgang. Stadtroda wollen wir, ne? Ja. Guck mal, du bist immer noch in der 5, ne, Mausi? Das darf nicht passieren. Noch mal, mach langsam. An der Ampel machen wir bitte rechts. Und Rückspiegel gucken beim Bremsen. Nicht nach unten gucken beim Schalten. Und wir fahren weiter Richtung Brüsseler Straße. Und wenn der Prüfer sowas sagt, muss das irgendwo stehen. Ja. Okay? Also er kann nicht einfach was sagen, weil ihm danach ist, sondern er kann nur, wenn es irgendwo ausgeschildert ist, ja? So, das war's auch schon mit dem Video. Ihr konntet sehen, ich hatte schon einige Probleme, aber alles kein Problem, ich habe ja noch ein paar Tage. Deswegen bleibt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis bald!